Hallo und herzlich willkommen zur Wochenenergie vom 20. bis zum 26.09. Eine kraftvolle Woche mit Portaltagen, mit dem Vollmond direkt am Dienstag und mit der Herbsttag- und Nachtgleiche. Ja, ich freue mich hier heute wieder mit dir in die Karten des Lebens und ins Tarot zu schauen. Und wie bei der Wochenenergie üblich, möchte ich gerne das Ganze wieder in drei Themen aufteilen. Und zwar in das, was im Unbewussten liegt, das, was sich als Thema zeigt. Und ja, eben auch, wie die Heilung oder die Entwicklung dann ist. Lass uns mal beginnen mit den Karten des Lebens, mit dem ersten Aspekt, nämlich mit dem, was im Unbewussten liegt, was du dir anschauen darfst, wo vielleicht sogar auch das Licht des Vollmondes hinleuchtet. Ich habe hier die Videos für den Vollmond zu den Elementen, Sternzeichen-Elementen schon hochgeladen. Und da kannst du für dich auch nochmal schauen, was da für dich gerade Thema ist. So, jetzt aber eine Botschaft bitte zu dem, was in dieser Woche vom 20. bis 26.09. im Unbewussten liegt. Wir schauen mal, ob eine Karte springen möchte. Nein, möchte sie nicht. Dann fischen wir uns hier eine Karte heraus. So, das Thema, das im Unbewussten liegt, oh, der Held. Ein Held zu sein, das erfordert richtig Mut. Und vielleicht wünschst du dir insgeheim für dich, für jemand anderen, für die Welt, ein Held zu sein, etwas zu bewegen, etwas zu bewirken, andere Menschen zu unterstützen. Vielleicht hoffst du auch auf einen Helden für dich. Es liegt ja hier im Unbewussten, diese Geschichte des Helden. Und ja, vielleicht braucht es in dieser Woche Mut von dir, ein Held zu sein. Oder vielleicht hast du sogar, kommt jetzt gerade noch, aus deiner Kindheit Heldengeschichten, die dich inspirieren, die dich erinnern, die dich an das Gute im Leben glauben lassen. Eine wundervolle Energie, und da sie jetzt hier mit auf dem Tisch liegt für das Unbewusste, ist es an der Zeit, sie dir bewusst zu machen. So, lass uns mal schauen, was die Tarotkarten dazu sagen. Wow, die 8 Stäbe. Also hier kommt Bewegung in dein Leben, Bewegung vielleicht in deine Heldengeschichte rein. Hier kommt auch Klarheit, Aktion. Die 8 Stäbe, die stehen immer für Aktion, für Klarheit, für Bewegung, für Kommunikation, für all das, was ich hier zeigen möchte. Ja, und die 5 Stäbe, die zeigen natürlich an, wo da noch Ängste sind, wo du dich vielleicht noch zurückhältst, wo du vielleicht in der Vergangenheit als Held schnell geholfen, unterstützt hast, aber nicht die Wertschätzung oder die Anerkennung bekommen hast, die du da vielleicht erwartet hast. Und das lässt dich hier ein Stück weit traurig sein, ein Stück weit, ja, du fühlst dich da außen vor, nicht gesehen, stapfst sozusagen hier im Schnee oder stehst da im Schnee und hinter dir diese Fenster, die leuchten ganz hell. Letztendlich, wenn ich jetzt nochmal auf
dieses, dass du erwartet hast, dass du für dein Heldentum gesehen wurdest. Letztendlich hast du dich selber hier ausgesperrt. Wie wäre es, wenn du dich selbst dafür siehst und anerkennst? Und vielleicht hast du hier die ein oder andere Schramme davon getragen, im Heldentum, im Dasein für andere. Und das Ganze hat dich hier ein Stück weit auch erschöpft. Also beide Karten schauen hier auch so ein bisschen erschöpft. Es geht hier ein Stück weit auch darum, für dich selbst jetzt mal Held zu sein und mal zu spüren, wo dich dieses für andere Dasein erschöpft, nicht erfüllt, auslaugt, wo hier Grenzen überschritten werden, wo du vielleicht auch vom Außen immer wieder dazu animiert oder gegebenenfalls auch gemaßregelt wirst, um Held zu sein. Wie gesagt, das liegt im Unbewussten und da gibt es jetzt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich dieser Held bei dir zeigt, wie sich diese Klarheit, die hier jetzt einfließen möchte, zeigt. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo du schnelle Hilfe leisten darfst, wo du dann der Held sein darfst. Lass uns mal schauen, wie sich das als Thema für diese Woche zeigt. Vielleicht hast du hier auch Schuldgefühle in dir, weil du nicht so schnell gehandelt hast, wie es in einer Situation erforderlich gewesen wäre. Kommt jetzt gerade noch. Gib mir bitte eine Karte hier als Thema für diese Woche. Eine Botschaft bitte als Thema für diese Woche, die uns aufzeigt, auch was diese Heldengeschichte hier, das waren zu viele, was diese Heldengeschichte hier in dir aktivieren möchte. Dann in altgewohnter Weise ja, harte Arbeit. Das ist ziemlich spannend jetzt, weil als Thema liegt hier die harte Arbeit und in deinem Unterbewussten das Thema Held. Vielleicht hast du in dir diesen Glaubenssatz, es erfordert harte Arbeit in meinem Leben, um ein Held zu sein, um gesehen zu werden, um zu unterstützen, um zu helfen, um Wachstum und Klarheit zu bringen. Ziemlich, ziemlich spannend und harte Arbeit, das wurde uns ja jahrzehntelang eingetrichtert, dass wir uns über unsere harte Arbeit zu definieren haben. Ich weiß, bei mir in der Familie gab es den Satz, wenn ich da wirklich mal, oder ein anderer auch, es muss jetzt nicht ich gewesen sein, einfach nur da gesessen habe und die Zeit genossen habe, vielleicht mich ausgeruht habe, hast du nichts zu tun? Also du siehst schon allein daran, wie die Arbeit in dieses ganze System eingewoben ist, dass es immer harte Arbeit sein muss. So, der König der Schwerter, hier in der weiblichen Form, und ich liebe diese weibliche Form, der König der Schwerter, der hier seine Essenzen sammelt, seine Erlebnisse, seine Aha-Momente, seine Transformationsmomente und
die auch dann wieder in die Welt gibt, also die Erfahrungen dann auch wieder in die Welt gibt. Der König der Stäbe, voller Lebendigkeit, voller Leidenschaft. Ich möchte gerne noch die dritte Karte hier, ja, die fünf Schwerter. Wenn du nicht hart arbeitest, ja, was soll dann bitte aus dir werden? Und die fünf Schwerter, das ist dann auch noch mal dieser ganze Druck, dieses ganze Konkurrenzdenken, höher, besser, schneller, weiter. Und wo hier der eine auf den anderen schaut, wo es hier darum geht, noch leuchtender, noch schöner zu sein. Und das quasi nicht nur an der Arbeit, sondern auch in deinem Leben, was letztendlich dann wieder harte Arbeit ist, um hier als König der Schwerter dazustehen, voller Klarheit und Wahrheit, als König der Stäbe, voller Leidenschaft, voller Temperament. Und gegensätzlicher könnten diese beiden Karten hier nicht sein. Der König der Stäbe und die fünf Scheiben. Das ist ja Kummer, Einsamkeit, vielleicht auch ein Stück weit Selbstmitleid. Und hier dieses Bild nach außen, leuchtend, strahlend, schön, voller Energie, voller Tatendrang. Ich bin jetzt mal gespannt, was die dritte Karte hier sagt, wohin diese Heilung geht. Und ich schaue mir dann das ganze Bild nochmal im Zusammenhang an. Hui, haha. Ja, schau mal. Die Versöhnung. Und die hatten wir schon das ein oder andere Mal hier. Die lichtvolle Seite und die dunkle Seite in dir zu versöhnen. Vielleicht sogar auch den Aspekt des Helden, der hier seine harte Arbeit tut, in dir zu versöhnen. Versöhnung von Licht- und Schattenaspekten. Das ist die Heilung, die Entwicklung, die hier angezeigt ist. Und wir schauen jetzt mal direkt, was die Tarotkarten dazu sagen, welche Botschaft es hierzu gibt. So. Die Königin der Schwerter. Ich hoffe, dass das alles zu sehen ist. Ich schiebe mal noch so ein ganz bisschen. Der König der Schwerter und die acht Kelche. Ich habe die jetzt absichtlich alle direkt nacheinander gelegt, damit wir hier das Bild vollständig haben und die Impulse alle hier reinfließen können. Und an der Unterseite haben wir hier die zwei Kelche. Also, meine Lieben, es geht um Wachstum in dir. Aber wem sage ich das? In dieser Zeit geht es auf allen Ebenen hier um Wachstum. Die zentrale Karte hier ist der König der Stäbe. Das ist dieses leuchtende, kraftvolle Feuer in dir, was aktiviert werden möchte in dieser Woche, wo du nur so vor Ideen sprühst, wo du genau weißt, in welcher Form deine Energie gebraucht wird, eingeteilt werden darf, wo du dich gegebenenfalls zurückziehen darfst. Wir haben ja hier die Königin der Schwerter, den König der Schwerter und die acht Kelche in der unteren Reihe als Heilung oder Entwicklung. Und wenn das jetzt hier bei dir um Personen sich handelt, als Königin der Schwerter und König der Schwerter, dann darf hier viel mehr Klarheit hineinfließen, viel mehr Kommunikation. Beide stehen für Kommunikation und wir haben hier mit den acht Stäben oben als erste Karte schon direkt die Kommunikation. Und wir haben aber auch hier unten als letzte Karte die acht Kelche,
wo es darum geht, einen neuen Weg zu gehen. Mit den 8 Kelchen hast du hier 8 wundervoll gefüllte Kelche, die dich vielleicht eine gewisse Zeit lang erfüllt haben, wo du jetzt aber spürst, das ist nicht so diese 100%, die du dir wünschst. Diese 100% wären letztendlich hier diese 2 Kelche, wo nämlich männlicher und weiblicher Aspekt in Balance sind, in Ausgleich sind, wo hier auch der Held und, ich nehme jetzt mal das krasse Gegenteil davon, das Opfer, was hier gerettet wird, oder die Prinzessin, die gerettet wird in Märchen, also der Held und der Anti-Held vielleicht auch, das darf auf eine neue Ebene wachsen, das darf sich neu zusammenfügen. Und warum ich jetzt hier Held und Anti-Held sage, weil es hier um die Versöhnung in dir geht, um die Lichten und die Schatten. Anteile in dir und Schatten muss nicht immer böse sein, muss nicht immer hinterhältig sein, was auch immer, das kann genauso gut sein, wie ich das eben gesagt habe, dass da eine Situation war, in der du hättest helfen können, hättest unterstützen können mit einfachen Worten, wo du das vielleicht nicht gemacht hast, aus welchem Grund auch immer, das bewerte ich jetzt hier nicht, einfach dahin zu spüren. Und das, was hier als harte Arbeit erscheint, beruht schlussendlich auf Aspekten des Egos, auf Aspekten, die uns geprägt haben, wo es darum geht, besser zu sein wie andere, wo es darum geht, dass du vielleicht auf andere schaust, andere auf dich schauen. Hier kann das Thema Neid mit an die Oberfläche kommen. Aber du erkennst das jetzt hier und du bist bereit, andere Wege zu gehen, neue Wege zu gehen. Du bist wirklich bereit, hier auf dich selber zuzugehen. 8 Kelche, König der Stäbe, 8 Stäbe, also schau mal, allein vom Bild her, die gehen aufeinander zu, also sozusagen du gehst auf dich zu. Um mal nachzuspüren, muss es immer dieses schnell, diese Aktion sein, von der ja eben auch der König der Stäbe geprägt ist, oder darf da ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Feingefühl in dir wachsen. Die Königin der Schwerter, die auch deine Energie ist, weil es geht ja hier um dich, die erkennt, dass diese Leidenschaft, dieses Feuer in dir, dich oft über deine eigenen Grenzen ja hinausgebracht hat, aus dem Gefühl raus, ich muss hier hart arbeiten für mein Leben, ich muss hier hart arbeiten, um Anerkennung zu finden, um gesehen zu werden. Die Königin der Schwerter, die betrachtet sich das Ganze von oben, die nimmt quasi einen größeren Blick auf dieses Bild und genauso sind ja diese Wochenenergien auch ausgelegt, so dass du für dich ein größeres Bild erkennen kannst, da wo du vielleicht in dir noch ein Stück weit in, ja, selber in Konkurrenz bist, wo du das Gefühl hast, nur deine lichten Seiten zeigen zu dürfen, wo du das Gefühl hast, dass hier Aspekte und Gefühle in dir nicht so lichtvoll sind und du sie daher versteckst. Und auch der König der Schwerter hier, das kann ein Impuls von außen sein, der dich dazu einlädt, mal tiefer zu schauen. Der dir vielleicht auch sagt, als König der Stäbe, Schwerter, hey, schau mal, du hast so ein Leuchten in dir, so eine Energie in dir. Warum versteckst du das noch? Warum hältst du da noch etwas zurück? Wo hast du noch Angst vor dieser Kraft, die da in dir ist? Und ja, aus dem Gefühl heraus, nicht gut genug zu sein.
Die Reihe habe ich, die Reihe habe ich und die Reihe habe ich auch. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgespürt und es geht darum, eben diese unterschiedlichen Aspekte in dir zu versöhnen. Versöhnung ist das Heilungsthema, ist die Entwicklung, die sich hier in dieser Woche anzeigt, genauso wie der Vollmond jetzt hier sein kraftvolles Licht hineinfließen lässt, um dich zu erinnern, wo hast du hier bisher vielleicht auf einen Helden in deinem Leben gewartet, hast hart daran gearbeitet, für diesen Helden sichtbar zu sein, hast Anteile von dir versteckt, um eben leuchtend hell sichtbar zu sein. Auch hier geht es wieder um das Thema Versöhnung in dir, um ja auch dieses irdische Menschsein mit dem leuchtenden Seelenaspekt, der du bist, zu verbinden. Wir sind alle hier, um unterschiedliche Erfahrungen zu machen und in dieser Woche darfst du eben unter anderem die Erfahrung machen, ja, da ist ganz viel Energie in mir, ich darf aber für mich schauen, wie ich diese Energie einsetze, wo ich diese Energie einsetze, wo es vielleicht angesagt ist, rasch zu handeln und wo es angesagt ist, eine Situation zu verlassen. Mit den 8 Kelchen geht es auch darum, Situationen zu verlassen, die an deiner Energie ziehen. Unterscheide da bitte Situationen, die dich innerlich triggern, denn dort liegt dann auch wieder ein Heilungsaspekt, nämlich dass du diesen Trigger in dir versöhnen darfst. Aber es gibt auch Situationen, da darf man sich direkt rausnehmen, da darfst du direkt gehen und dich auf deine Energie fokussieren und noch tiefer da hineingeben, weil auf der Unterseite eben diese 2 Kelche, dieses Wachstum liegt, diese Entfaltung. Und als König der Stäbe möchtest du dein Licht entfalten. Und dazu gehört eben, dass du hier in dir diesen Held, der hier harte Arbeit leistet oder glaubt, leisten zu müssen, versöhnst. Also Versöhnung ist das Hauptheilthema in dieser Woche. Für dich gilt es dahin zu schauen, wo du dich schlicht und ergreifend nur in Anführungsstrichen über harte Arbeit definierst und wer da so oder was da so in deinem Unbewussten als Heldengeschichte in dir schlummert, die auch jetzt hier aktiviert werden darf. Es geht um dein Leuchten. Und der Vollmond mit der Herbsttag- und Nachtgleiche bringt da Balance in dein Leben, bringt da die Versöhnung, also diese lichten und dunklen Seiten, auf eine Ebene. Wir haben hier ganz oft, also die Versöhnung hat hier 2 Personen, der Held hat 2 Personen, die 2 der Kelche, das sind auch 2 Personen. Also es geht um Balance in dir. Männlich-weiblich, Licht und Schatten, Gut und Böse, was auch immer du da nehmen möchtest, es darf in eine neue Balance kommen. So, dass du aus dir heraus leuchten kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervoll kraftvolle Woche, die hier ein großes Heilungspotenzial in sich trägt, die hier einige Aha-Momente für dich bereithält und die dich noch tiefer bei dir ankommen lässt. Alles, alles Liebe zu dir.